Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Frau Bunse für den Schluss, auch Ihre Ausführung, insgesamt für die Ausführung. Das ist zielführend, weil in der Tat ein wichtiges Thema, aber so macht man es nicht. Und der Punkt ist, also ich meine das jetzt echt freundlich und nett. Ich habe ein bisschen bei dem Antrag das Gefühl Bällebad gehabt. Aber das hat vor allen Dingen zum Schluss die Formulierung Eintauchen in die Medienwirklichkeit. Bei diesem Antrag sind Sie abgetaucht, was das Thema selbstständige Schule angeht. Sie sind abgetaucht bei dem Thema Schul- und Unterrichtsentwicklung. Sie sind abgetaucht bei dem Thema Medienkompetenzentwicklung und didaktische Einbettung von Medien in der Schule. Und das gehört einfach dazu. Und die sehr ambivalenten und widersprüchlichen Botschaften, die dieser Antrag dann noch aussendet, das haben wir ja auch schon gehört. In der Überschrift versteht man das erstmal so, als ob das Land verboten hätte, dass Handys eingesetzt werden zu unterrichtlichen Zwecken an Schulen. Ist Quatsch. Und wenn die Schulen sich vor Ort entsprechend eines Medienkonzeptes dazu entschließen, für bestimmte Zeiten, manche auch noch generell, eine Nutzung auszuschließen, dann, ja natürlich, einzelne Schulen, die auf der Grundlage eines Konzeptes sagen, ich will das an dieser Stelle nicht oder nur in Teilen, dann muss das gut begründet sein, dann muss das in der Schulkonferenz entsprechend dargelegt werden. Und in die Schulkonferenz gehören genau auch die Entwicklungsfolien, um dann zu schauen, wie man das Ganze macht. Ich habe immer so den Eindruck, und das ist eigentlich schade bei dem Thema, da wird versucht, ein technisches Gerät quasi einer Heiligsprechung zu unterziehen. Und das geht nicht. Das ist ein Medium unter vielen. Das braucht eine didaktische Einbettung. Und das ist der Punkt. Ja, Sie bringen es dann irgendwie nicht rüber. Dann war das eine schlechte Performance, weil da hätte man sich auch anders über den Ansatz unterhalten können. Wir haben hier doch schon über Bring Your Own Device geredet. Wir müssen dann auch bedenken, und das machen Schulen, sollte man kennenlernen, dass sie Mediennutzungsverträge mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern sogar abschließen, damit das auch rechtssicher möglich ist. All so etwas kommt in Ihrem Antrag leider nicht vor, das dann auch wertzuschätzen. Es kommt leider auch die Frage des medienkritischen Umgangs überhaupt unzureichend darin vor. Wir haben, und das sollte uns auch zu denken geben, es sollte uns zu denken geben, dass wir auch Smartphone-Sucht zum Teil haben und dass man damit auch präventiv umgehen muss, dass es auch smartphone-freie Zeiten für Schülerinnen und Schüler braucht, so wie den bewussten Einsatz in der Frage der Unterrichtsentwicklung, in der Frage individueller Förderung, in der Frage des Umgehens mit digitalen Geräten insgesamt. Also von daher, trotz Generation Wisch und Klick, wie man so schön sagt, ist das auch ein ziemlich schiefes Bild, was Sie von Erwachsenen zeichnen, nicht nur von uns, sondern auch von den Lehrkräften insgesamt, die sich darum bemühen, neue Medien einzubeziehen und die es auch so für sich begreifen, dass es um ein Weltwissen geht, das eine neue Dimension ist und das wir gemeinsam erschließen müssen. Aber das macht man schrittweise in Einbettung in vernünftige Konzepte und nicht in der Art und Weise, wie Sie es hier präsentieren und leider in dem Antrag vollkommen unzureichend dargestellt und eingebettet haben. Deswegen bitte wieder auftauchen und die Schulwirklichkeit zur Kenntnis nehmen.